Hey und herzlich willkommen. Wir gehen Mirage. Dieses Mal hoffentlich erfolgreicher als beim anderen Mal, weil beim letzten Mal sind wir ein bisschen oft gefailt. Ich verlinke es jetzt mal hier. Das ist, so sollte es nicht laufen. Aber jetzt sollte es eigentlich passen. Ich bin ein bisschen konzentrierter, also wirklich nur ein bisschen, konzentrierter. Es ist leider immer noch warm wie die Hölle draußen. Aber warm wie in der Hölle? Keine Ahnung. Das, wie es sinnvoll wäre zu formulieren. Kriege ich eigentlich das Ding? Ich hatte eben mein Mio auf Looten gestellt und tatsächlicherweise kriege ich das ins Inventar. Finde ich jetzt praktisch. Übrigens, wenn ihr aus EP-Gründen die Innie lauft, wutsch, dann könnt ihr vorne diese Baschki an, den Mob, den ich eben ins Haar genommen habe, machen. Der gibt EP. Der wandelt manchmal ein bisschen seine Position, also er steht nicht immer da, wo ich ihn gerade gezeigt habe. Es gibt auch mehrere. Aber ja, den Seeker machen wir am besten schon mal auf dem Weg ein bisschen Schaden. Oder halt gleich, wenn wir oben stehen. Weil der meint uns nicht zu resetten. Und ab hier hoch. Machen wir den hier oben. Ja. Ich muss sagen, langsam habe ich Routine in der Instanz. Ich habe noch keinen Bonbon drin. Ist ja so, dass unsere, zumindest laut meinem Informationsstand. Was machst du da hinten noch? Bist du immer noch aggro? Danke sehr. Unsere Bonbons mit 6.0 egal sind, weil man dann neue Bonbons hat, die man hochcraften muss, die dann die Laufrollen ersetzen. Und ich gehe stark davon aus, dass unsere Bonbons dann, naja, voll egal sind. Nicht mehr für irgendwas gut. Deswegen, ich baller momentan meine Bonbons einfach nur so durch, weil ich... Man sammelt über die Zeit welche an, weil man denkt, ja, das könnte man vielleicht in einer wichtigen Instanz gebrauchen und dann setzt man es eh in keiner Instanz ein. Dann hat man... Ihr kennt es ja von aktuellen Events, man hat einfach... Oh Gott, der läuft doof. Einen unendlichen Batzen an Bonbons bekommen. Das gute Schoko-Kaiser-Grab, was aktuell läuft. Übrigens an alle, die das jetzt direkt auf Dienstag schauen, morgen ist wieder Komuki. Morgen kommt übrigens auch sogar ein Video, ja? Mal nicht 2 Tage Abstand. Und ihr wisst ja, Komuki, beste Instanz, um EP zu machen. Einfach, eher einfach EP zu machen. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den einen gezogen. Oh, und da ist ein anderer. Der darf mir auf gar keinen Fall Damage machen, der Mob. Der ist halt echt hart widerlich. Wir werden auch gleich den Resetten gehen. Ich will nur eben schnell den Schwabbel machen. Und hier hoch. Der Damage dürfte jetzt trotzdem kommen, ja. Also ich meine, ein normaler Auto-Tag waren jetzt gerade 4000 Schaden. Das ist halt wirklich viel. Wir müssen warten, bis er resettet ist. Okay. So, da müssen wir... Wieso ist der eigentlich da vorne verbuggt? Seht ihr das? Der ist verbuggt. Der wäre normalerweise... Der läuft normalerweise. Alter, was machst du? Was macht der? Die hängen voneinander ab und der hat auf seinen Kumpel gewartet. Das finde ich ja lustig. Nee. Also, Kumuki läuft es einfach. Es ist toll, die Innie. Vor allem, ich kann das jetzt schon mal teasern. Die Kiste beim Endboss, die gibt wieder Loot. Und die lohnt sich sogar wieder. Da kommt sogar wirklich Gutes raus. Teilweise nicht in dem Video, was ich aufgenommen habe. Das habe ich nicht letzte Woche aufgenommen. Und dann diese Woche hochgeladen, weil es macht ja keinen Sinn, das hochzuladen, wenn kein. Ah ja, ich bin gerade dumm. Ich hatte fast auf Rückkehr geklickt. Ich habe eckiges mit Punkten und nochmal eckiges. Das ist es nicht. Moment, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Das ist meiner. Alle drei Zeichen halt verglichen. Und jetzt muss ich mich beeilen, weil der da vorne, das könnte. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Nö. Ich muss erst resetten gehen. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich hätte gerne keinen. Aua, aua, ich bin da hoch. Danke. Aua, aua, aua. So, wir wissen aber jetzt, welchen wir anklicken müssen. Müssen halt nur den resetten. Haben wir jetzt eh noch 40 Sekunden. Ist momentan ein bisschen langsam, dadurch, dass wir jetzt zweimal Leute gezogen haben. Verpiesel dich. Danke sehr. So, jetzt gehe ich hier hin. Es müsste der hier vorne gewesen sein, ne? Ja. So, sehen wir nochmal drauf. Das da ist der ganz unten. Das da ist der ganz oben. Und das da ist der in der Mitte. Komm schon. Gut. Ihr wisst ja, das ist leider das Einzige, was man nicht failen sollte, weil dann diese Kiste weg ist. Alles andere kannst du so oft machen, wie du willst. Du kannst so oft quasi neu die Mobs versuchen, wie du willst. Oh, Augment. Aber diese Kisten kriegt man nur beim ersten Versuch in dem Sinne.
Weil wenn die 2 Minuten abgelaufen sind und die Tür wurde nicht durch einen geöffnet, also man hat es nicht geschafft, dann ist auch die Kiste weg. Beziehungsweise spawnt sie nicht. Ich weiß nicht, ob sie davor schon da ist. Das fällt mir ein. Kennt ihr den Bug? Wenn man in Luna, der wöchentlichen Luna ist, der Waffenfabrik. Und das Tor ist nicht da. Also das Tor ist da, aber ihr könnt es nicht sehen und ihr könnt es nicht angreifen. Ich hasse es. Aber man sieht dann, dass der Boss tatsächlicherweise schon davor dahinter steht. Ja, der steht schon da bereit. Aber dieses komische Augen-Dingsi, das dann spawnt, das spawnt erst, sobald man das in Anführungszeichen Tor, was ja in dem Moment für dich nicht da ist, getötet hat. Das ist faszinierend. So. Müssen wir jetzt mal kurz schauen, wo die Konzentrierten sind. Ja, jetzt muss ich mal kurz hier lang, weil ich nicht die Seiten sehen kann. Das ist eine fokussierte. Ja, dann gehe ich erstmal durch die Mitte, wenn jetzt Eda, wenn ich eh auf die andere Seite muss. Ich muss ja auch Basken töten. Da. Nee, Baholla. Okay. Baholla? I don't know. Ich hatte auch gestern, also Leute, ganz ehrlich, spielt mit anderen. Ich hatte zwar absolut anderes vor, aber ich hatte im Endeffekt ein 6-Stunden-Gespräch, oder 7 Stunden am Ende sogar, 7 Stunden, über Aion-Geschichte, über Vergangenheit von Aion und Patches und Logik innerhalb von Aion, was mega interessant war. Und das alles nur, weil eine kleine, oh, ich hasse, dass man den nicht antappen kann, eine kleine Bade mich angeschrieben hatte, dass sie doch die Videos gut findet. Danke dafür nochmal. Und sie und ihr Mann, trotz dass sie 69 sind, selbst in Bibliothek nicht mitgenommen werden und in Garten und in Holy Tower. Gut, Garten, Holy Tower habe ich da erklärt, das ist zu hoch. Und dann, ich weiß nicht, ich war halt in der Laune nach dem Motto, ja gut, ich muss halt eh Bibliothek laufen und habe ihr dann angeboten, dass wir Bibliothek gelaufen sind. Die waren dann auf dem Teamspeak, oh, geht aus das Teamspeak von den Leuten, ihr lernt so viele kennen. Und danach ging es dann auch noch Garten, also dann wurden quasi so die Inis einmal durchgezogen und das hat halt mega Spaß gemacht. Und ich kann euch mal eine Diskussion, die ich wirklich gerne führe, was mir vor kurzem, ist wieder konzentriert, vor kurzem aufgefallen ist im Spiel. Wir haben einen Tag-Nacht-Zyklus. Das ergibt absolut 0, gar keinen Sinn. Denn wir sind auf der sonnenabgewandten Seite des Atreia-Erdkerns. Wir kriegen nie Sonne. Nie. Das ist geschichtlich bedingt. Wir kriegen niemals Sonne. Nie im Leben. Und trotzdem haben wir Tag und Nacht. Was nur in Ballo eher irgendwie Sinn macht, wenn wir halt auf der Außenkugel sind. Aber wir haben Tag und Nacht. Das macht absolut 0, gar keinen Sinn, dass wir Tag und Nacht haben. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir ganz weit weg von den Viechern sind, weil ich habe es mir danach in der Aufnahme angesehen bei dem Run. Ich habe es nicht berührt. Ich bin daran vorbeigelaufen. Nur ich bin sehr knapp daran vorbeigelaufen. Und anscheinend meinte das System so, nö, knapp reicht nicht. Du stirbst. Und ja. Aber jetzt kommt wieder das Schwere. Mit ein bisschen Damage, was auf... Oh, cool, resisted. Bisschen Damage, was auf uns kommt. Können die Mobs mit der Song of Penetration einmal durchlaufen. Deswegen stehe ich auch so nah an ihr, obwohl ich Pferdekämpfer bin. Ich weiß nicht, ich finde das ist so ein cooler Skinskill, oder? Ich mag den. Cool Death, das heißt hier vorne einmal wieder durch sie durchlaufen und ein bisschen weiter weggehen. Also sie hat halt so eine bestimmte Route. Und ihr könnt das, wenn ihr Gear habt, ja, auch als 66er kann man Gear besitzen, auch mit niedrigen Level laufen. Denn die Mobs werden auf das Level angepasst, das ihr habt. Das heißt, wenn ihr niedriger seid, sind auch die Mobs niedriger. Natürlich benötigt ihr halt trotzdem Gear. Also das mit Spross und Deva wird nichts. So, jetzt müssen wir oben rauf. Da vorne ist die leere Plattform. War jetzt ein Zufall, dass sie da ist. Ich habe auch gerade ein bisschen gepennt, um ehrlich zu sein. Und runter. Ihr müsst dann auch schnell runtergehen, weil wenn der Eishage da kommt, wissen wir mittlerweile, wir sterben direkt.
ist mega ätzend, diese Instanz. Also das ist wirklich der unangenehme Teil. Und ich merke minimal, ich meine, ich spiele momentan nicht gut, ich habe schon ein paar Köder und zwar hauen. Aber ich merke tatsächlich den Unterschied von meiner Waffe, wo ich jetzt leider nicht sagen kann, wie hoch sie ist, weil ich habe da noch ein Video im Puffer, was ich schon aufgenommen habe, was noch kommen muss, wo ich sie wieder plusse. Wenn ihr, ich habe ja gestern das Plus 15 Video hochgeladen, das war mehr oder weniger aus Not hochgeladen, also die ist schon länger Plus 15, aber ich hatte echt keine Zeit, um aufzunehmen. Vorgestern, Entschuldigung. Passiert mal, ne? Das sind diese Plus-Videos, auch mit dem Oberteil damals. Das sind meine Notfall-Puffer-Videos, wenn ich wirklich einfach keine Zeit habe aufzunehmen. Was tatsächlich... Oh, cool, es ist da vorne. Mag das, wenn ich das sehen kann. So. Warten, 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 bis der Skill... Okay, jetzt. Und jetzt müssen wir sie gleich killen. Tada! Und die Kiste natürlich nicht vergessen zu looten. Nicht so wie bei uns im ersten Run. So. Ich habe mal wieder ein komplett vollgemülltes Inventar. Ich habe keine Ahnung, wie ich das immer mache. Wir haben mal eine Rüstungskiste bekommen. Das ist total toll. Weil die Rüstung könnt ihr, insofern wir die Götterfestung besitzen, das ist die Bedingung, in der Götterfestung für AP eintauschen. Das ist toll. Also werft sie nicht weg. Wenn, dann verkauft sie immer Haar. Es gibt viele, die kaufen die, um daraus AP zu machen. Das ist nochmal so etwas, wie man China macht, was ich damals einfach vergessen habe, ins Video zu bringen. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, ein paar Sachen, die im Video sind, sind eingebrochen. Also China machen mit Luna Weekly ist sehr schwer mittlerweile, weil sehr viele versuchen, die Steine zu verkaufen. Und durch Shugo kommen 8er, 9er, 10er Steine rein. Das heißt, die 6er sind weniger wert. Und die 6er sind allgemein auch weniger wert, weil mehr Leute reinstellen. Das ist momentan kritisch, der Markt. Also, ich habe es auch aufgegeben, zu versuchen, den Preis oben zu halten und niedriger aufzukaufen. Es waren einfach Massen, wo man China verschwendet. Ich habe locker 1 Milliarde, 2 vielleicht verschwendet. Aber, ey, ist ja eh nur ein Spiel. Gott, ist mir warm. Ich muss mal was trinken nebenbei. Ich meine, ich muss halt eh gerade da warten. Auf den Cooldown von dieser Angel da. Ich drücke übrigens jedes Mal die Taste, um meine Angel zu drücken. Oder was auch immer, das ist Haken. Haken heißt es. Metallhaken-Dings da. Drücke ich jedes Mal, um wenn ich da hochgehen will. Nur ihr wisst ja, ich bin ein Nicht-Klicker. Zumindest mit meinem SM, mit meinem... Dings, wie heißt das? Kirika sieht das ein bisschen anders aus. Okay, der ist gestorben bis mittlerweile. Der ist resettet. Dann können wir hier hinten hin. Who are you? Meinem Kleriker. Ich kann theoretisch alles mittlerweile mit der Tastatur bedienen, aber manchmal mutiere ich dann doch zum Klicker. Weil dann da eine gewisse Unsicherheit ist. Wobei, mal ganz ehrlich, bisher ist die Lernkurve mit dem Kleriker halt schon enorm. Ich bin nicht mehr so schlecht wie am Anfang. Ich bin immer noch nicht gut. Ja, das muss ich ja selber sagen, ich bin nicht gut. Aber es wird... Langsam. Langsam, aber stetig. Ich habe wieder nicht darauf geachtet, wo die Mobs im Raum rumlaufen. So ein kleiner Tipp, wenn ihr wollt, dass es schnell geht, achtet darauf, wo die Mobs im Raum rumlaufen. Das ist viel, viel besser, als einfach wie ich gerade reinzustürmen. Nicht jetzt, nicht jetzt. Die Kreise überlappen sich. Jetzt. So, dann ziehen wir dich schon mal ein bisschen weiter mit hier in die Richtung, weil wir auch gleich da vorne die, den machen wollen. Ich glaube, dich kann nicht ziehen. Perfekt. War ein bisschen knapp, aber es hat geklappt. Aber wenn ihr euch wundert, wieso lootest du sie jetzt nicht? Ich habe gerade Autolooten beim Pet an. Das heißt, mein Pet übernimmt das die ganze Zeit für mich. Und das ist auch eine Empfehlung an euch. Die Minions könnt ihr für 25 Millionen China für 30 Tage, weiß ich jetzt gar nicht genau wie lange, zu einem Waffen looten und Alarmmiol machen. Das ist halt mega praktisch und verhältnismäßig günstig. Wenn ihr die nämlich im Shop kaufen würdet, wäre es ein bisschen blöd. Und ihr habt zusätzlich natürlich die Stats von den Minions, was halt immer gut ist, die Stats zu haben. So, wir haben die beiden langen Dinger und das eckige. Oh, guck mal hier. Ist direkt hier. Wie praktisch. Also hier, das ist das da. Das da ist das und das eckige in der Mitte. Das ist jetzt natürlich zeitlich. Wir sind jetzt
eine Minute 30 hier schneller in der Ebene als im letzten, als beim letzten Mal. Das macht einen Unterschied. Definitiv. So, ich habe keine Lust, die Mobs zu machen. Dementsprechend gehe ich mal hier irgendwo oben drauf. Man meinte zu mir, man kann sie eigentlich resetten. Ich will nur sehen, ob das zeitlich überhaupt was, ob sich das lohnt. Weil, naja, mittlerweile hätte ich sie auch schon fast tot. Der da vorne ist immer noch nicht resettet. Die sind nicht resettet, die warten noch. Der sticht auch ein bisschen zu nah dran. Also er kann mich halt nicht treffen und deswegen jetzt ist er resettet. Ob das wirklich so viel gebracht hat, ich bezweifle es. Vor allem wenn sie, ich habe ein Schild drauf. Wenn sie halt hier hinten gewesen wären, ich laufe schon mal ein bisschen weiter, dann hätte das mir auch gar nichts gebracht, weil ich hätte sie eh machen müssen, um hier hinten hinzukommen. So, laufen wir hier lang. Da ist er. Was für ein praktischer Zufall. Mittlerweile habe ich mir gemerkt, dass man die Kiste liegen lassen kann, weil die nicht despawnt. Aber ich habe eh zeitlich immer genug Zeit, um die Kiste noch zu looten. Das war nur mehr oder weniger im ersten Run, wo ich so, schaffe ich das vom Damage her? Ein bisschen unsicher war. Immer noch. Coolster Skin ever. Skin Skill. Wobei ich immer noch Darts suche, ja, von Soul Torrent den Skin Skill. Ich weiß nicht, ich finde so etwas wie Skin Skill könnten sie tatsächlicherweise auch in den Aion Shop bringen. Selbstverständlich habe ich den auch unter diesem Taverne-Video geschrieben. Erst bei Events. Damit du erstmal das gewinnen kannst. Aber dann nach einer gewissen Zeit halt in-game. Nicht in-game, im Shop. Weil es diese Skin Skills gefühlt sind sie manchmal schneller, aber nicht tatsächlich. Beeinflussen das Spiel ja nicht. Nicht direkt. Maximal in dem Sinne, oh, was ist denn das für ein cooler Skill? Und du bist halt kurz im PvP verwundert. Aber mehr Beeinflussung findet da ja nicht statt. Und im Gegensatz zu den Allmächtigen und den... Es ist jetzt frecherweise für runtergesetzt, ist gerade aber eigentlich für 39 Coins eine Kiste im AH, wo man die aufgewerteten Falusha-Flügel herkriegt. Die verbesserten Falusha-Flügel. Die man im Spiel nicht machen kann, weil man im Spiel die Falusha-Flügel nicht verbessern kann. Und das ist halt meines Erachtens wirklich Pay-to-Play. Nicht Pay-to-Win oder Pay-to-Conform, es ist Pay-to-Play. Weil es schon fast notwendig ist, wenn man dann das Maximale erreichen will. Und wie ich das einmal in einem Aion-Video da gesagt wurde, es ist Pay-to-Conform. Das heißt, spielen, damit es angenehmer ist, wenn man es mal jetzt so versucht zu übersetzen. Auf keinen Fall. Es ist für viele unmachbar, wenn man nicht casht. Vor allem hinterherzukommen. Wenn man jetzt nicht schon seit Ewigkeiten spielt, schafft man es auch einfach keinen Anschluss zu finden. Außer man investiert hat wirklich extrem viel Zeit rein, aber wer macht das schon? So, jetzt müssen wir hier wieder durch. Sollten wir schaffen. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Da haben wir wieder den Assa geaddet, über den ich mal letztens geredet hatte. Ja, Sleeping Aid wurde unterbrochen durch den Damage. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht durch die Eisring-Dinger laufen. Der Skill kam gerade vom Mage schon ganz hinten. Jetzt gehen wir auf den da los. Hui! Ich hab das Skill gedrückt. Ja, ich kann True Folk drauf drücken. Wenn ihr euch fragt, wieso hast du dein Pet nicht beschworen, um mehr MV zu haben? Sollte reichen. 6285 jetzt mit Vision Buff. Und ich weiß echt nicht, wo hier das MV-Cap ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass es niedriger ist. Einzige, was bei mir noch ein bisschen hinterherhängt, ist das Crit. Das ist wirklich... Ich habe ein Tick zu wenig Crit. Was mit meiner Hose zusammenhängt, wo noch Nordic 6er drauf sind. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich die aufwerte oder mir eine aufgewertete kaufe. Es ist ein bisschen fragwürdig. Und es kann tatsächlich sein, dass bald mein Nachakali-Video kommt. Weil ich jetzt mittlerweile Nachakali serverweit mit irgendwelchen Hyperion-Leuten laufe. Und die gehen ohne Teamspeak. Und wenn es ohne Teamspeak ist, kann ich halt... Oh Gott, ich habe mich nicht konzentriert auf den Skill. Da vorne. Kann ich halt viel besser einfach vor mir hinreden. Ja, mal sehen, ob ich da nochmal in eine Gruppe komme, wo kein Teamspeak ist. Oder kein Discord, kein Teamspeak, ist ja egal. Bin ja durchaus in der Lage, beides anzuklicken. Ist ja auch beides nicht schwer, also habt auch keine Angst vor Discord. Discord ist einfach nur das gleiche wie Teamspeak, nur halt entweder eine extra
Anwendung oder direkt im Browser im Internet. Und es ist wirklich nur auf diesen Link gehen und den im Internet eingeben und dann passt das. Ist auch nichts Böses. Wobei ich sagen muss, mein erstes Mal Discord war auch ein bisschen, oh Gott, oh Gott, ne? Weil ich nicht wusste, also man redet dann ja direkt und es ist alles eingestellt und wow. War ein bisschen verwirrend. Die Fluchwolke hat wirklich viel gebracht vom Damage her, das merkt man. Also, Fluchwolke ist ein super Skill. Der stirbt vorher. So. Sie sagt halt immer, my son, it will never end. Also, my son. Ach, sie sagt mein Lied? Ich verstehe immer meinen Sohn. My son und nicht my song. Aber sie sagt laut Chat, my song. It will never end. Will never die. Sie sagt im Chat was ganz anderes als sie. Jetzt bin ich verwirrt. Was sagt sie jetzt? Sagt sie jetzt, my son, it will never end. Das heißt, mein Sohn, es wird niemals enden. Weil sie sagt im Chat, my song. Also, a song. Ich bin verwirrt, weil sie es halt anders sagt. My song will never die. Das heißt, mein Lied wird niemals sterben. Ich bin offiziell verwirrt, was sie uns jetzt mit diesen beiden Sachen zusammen sagen möchte. Weil das macht irgendwie keinen Sinn. Wirklich gar nicht. Müde. Bisschen früh. Beziehungsweise gestern ein bisschen lang durchgemacht. Yay, Semesterferien. Aber das ist nicht so viel Ferien, wie man denkt. Die Bezeichnung vorlesungsfreie Zeit passt wirklich besser auf Semesterferien als Semesterferien. Ich weiß nicht, ich kann auch nicht wie die anderen dann abschalten und gar nichts für die Uni machen. Naja, die meisten von euch oder ein Teil von euch geht ja eh nicht studieren. Also ich weiß, dass ein großer Prozentsatz noch nicht mal 18 ist. Und ein anderer großer Prozentsatz überhalb von 30. Und man redet ja vom normalen Studentenalter dann schon von 18 bis 30, irgendwo dazwischen. Natürlich, wenn man im Master oder höheres allgemein jetzt gesagt ist, kann es auch schon mal länger dauern und man kann auch schon mal danach, nach seiner Ausbildung und was alles studieren. Aber die meisten werden dann doch in diesem Alter, in diesem Bereich sein. Und von daher fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Ne? Aber die meisten wissen halt nicht, haben halt keine Semesterferien. Jetzt gerade. Ein paar dürften Ferien noch haben. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Sommerferien gehen in ein paar Bundesländern noch, oder? Keine Ahnung. Ich habe halt null Ahnung von Ferien. Das ging mir damals schon in der Schule so. Ich wusste nie, wann Ferien sind. Ich war immer nur froh, dass Ferien sind. Oh, das war knapp. Ich wollte ihn gerade angreifen. Dann greife ich den hier erstmal an. Habe ich jetzt den hier gezogen oder den Patrouillierenden? Ich glaube nur den hier. Nein, aber ich bin ganz schlecht in Ferien sagen. Weiß ich wirklich nicht. Obwohl das eigentlich in der Schule das Wichtigste überhaupt ist, wann die nächsten Ferien sind. Aber so wirklich so, nee. Ich kann es euch heute immer noch nicht sagen. Müsste wirklich immer nachgucken. Bisschen heikel, was ich hier gerade mache mit dem Mobs. Bisschen gewagt. Wundert mich gerade selber, das, was ich mir gerade denke. Wahrscheinlich denke ich mir einfach nur so, Hauptsache durchkommen. Oh Gott. Nein, okay, war der Richtige. Wir haben nicht so viel Zeit, bevor der da hinten kommt, aber eigentlich sollten wir den vorher gelegt bekommen. Ja, auf jeden Fall. Lauf jetzt schon mal weg. Also, wir haben das Eckige, wir haben das Lange und wir haben das mit den Grisseln. Guck mal hier. Hier ist es doch. Eckige, Lange, Grissel. Das soll jetzt das Grissel-Ding sein. Die haben auch einen Namen, ja. Aber die Namen stehen eh nicht da dran, wenn du dir das anguckst. Also brauchst du dir auch die Namen nicht merken, sondern einfach nur die Symbole, wie sie dann aussehen. Hier vorne ist jetzt in dem Fall der Key-Typ da. Da. Ich muss erstmal die Kiste looten. Denn wir wollen ja die Kisten haben. Na, ja, die haben jetzt gezogen. Du kannst ja aber wirklich resetten gehen. Dann muss ich sie nicht machen, dann kann ich ein bisschen fauler sein. Kann mir schon mal ein bisschen Leben wieder hochraggen.
Ihr habt ja häufig, also ich krieg häufiger mal erzählt nach dem Motto, oh, ich werde keine Instanz mitgenommen. Und, also jetzt nicht auf gestern bezogen, sondern auf ein bisschen länger, was mir da erzählt wurde. Aber die Person hatte dann doch einfach keine Rollen und keine Pots dabei. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ihr euch Instanzen vorstellt, aber eine gewisse Vorbereitung gehört schon dazu. Und das ist nun mal, dass man Rollen besitzt. Laufrollen sind jetzt nicht so das Wichtigste der Welt, aber auf jeden Fall Cast- bzw. Attack-Speed-Rollen. Es macht einen riesen Unterschied, ob ihr die benutzt oder nicht. Und wenn ihr dann schlichtweg sagt, nö, dann kann ich definitiv verstehen, dass die Person, die euch mitnehmen soll, will, auch einfach sagt, nö, dann nicht. Weil, ich weiß nicht, ich denke mir immer, wofür sollte ich mich in der Instanz anstrengen und die mitnehmen, wenn die Person es noch nicht mal notwendig hält, Rollen zu nehmen. Ich meine, es passiert jedem Mal, dass er in eine Instanz reingeht und dann, ich habe keine Rollen mehr. Das kann passieren. Ne, wir haben Buff-Mules, die uns das die ganze Zeit buffen und irgendwann, da sind sie näher. Die meisten von uns haben irgendwelche Halbstundenrollen noch rumliegen, aber... Wow, habe ich gerade viele Sachen auf einmal gekriegt. Was war das denn? Ach ja, die schicken ja jetzt die Sterne einzeln, damit sie ablaufen können. War jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, Leute, die schicken die Sterne mittlerweile einzeln. Habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen, damit sie wirklich aktiv im Inventar dann ablaufen. Das heißt, ne, wenn ihr sie noch eine Zeit lang behalten und sammeln wollt, lasst sie in der Post. So wie wir alle das machen. Einfach die Sterne in der Post lassen und dann nach so viele Sterne, wie ihr halt wollt, dann irgendwann mal zuweisen. Am besten halt, wenn das nächste EP-Event ist, wenn man dann eh sehr aktiv ist, dann direkt das mit ausnutzen. Müssen nach der noch zwei töten, aber es sollte zeitlich passen. Die werden ja auch mit der Zeit dann weicher. Okay, ich wollte schon sagen, willst du gleich die spawnen? Fokussierte, die ist auf der anderen Seite. Und zwar da. Im Deutschen wird sie wahrscheinlich wirklich einfach Konzentrierte heißen. Schaut einfach, es sind hier fünf Stück und eine hat einen anderen Namen. Und dann wisst ihr es. Welche Sprache auch ihr auch immer spielt, was dann die richtige bei euch ist. Ich meine, ich habe ja auch ein paar internationale Zuschauer, wobei ich mich bei denen wirklich immer frage, wie zum Henker verstehen die mich? Also, wow. Also da bin ich immer positiv überrascht, weil mir fällt es schwer, andere Sprachen zu lernen. Und, ja. Wobei ich momentan ein paar Sprachen wieder auffrische. Ich meine, irgendwas muss man ja mit seiner Zeit machen. Ob es jetzt Spanisch lernen ist oder Unimaterial vorbereiten. Hauptsache, man macht was. Man darf halt wirklich nicht geistig einschlafen. Finde ich immer sehr schade, wenn das ist. Ach Gott, auf einer Skala von 1 bis 10 ist mir gerade 8 warm und es ist morgens. Und ich nehme extra morgens auf, damit es noch nicht so warm ist, aber es wird gleich schön rauszugehen. Noch ist ein bisschen früh. Gleich geht's dann ab nach draußen. Mir tut nur meine Katze leid, weil die halt immer drin bleiben muss. Obwohl, ich weiß auch nicht, ob ihr momentan das Wetter draußen so viel Spaß machen würde. Jetzt können wir ihn auch eben schnell töten. So. Wieso mache ich das? Weil ich tatsächlich ja weiß, ich wurde einmal von dem Mage gesleept hinten im Bossraum. Der ist bis hier hinten mitgelaufen und hat mich dann da hinten gesleept. Und das war sehr unangenehm. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ihr dann hier steht und der macht seine Skills und ihr steht im Sleep, das war beim Penetration Skill. War nicht so cool. Leider weiß ich nicht mehr, welches von den ganzen Mirage-Videos das war. Es sind hier mittlerweile schon zwei oder drei. Weiß ich, drei müssten es sein. Ich habe wieder, muss gerade durchlaufen. Wieder nicht. Sandblaster ist irgendwie in meiner alten Route halt nicht drin. Entsprechend habe ich auch enorme Probleme, Sandblaster, also die umfangreiche, in meine neue Route mit einzubauen, weil sie eigentlich... meine Rollen sind gerade ausgelaufen, meine Halbstunden. Warte. Das war nicht eine Halbstunden. Da muss ich hin. Muss ich mir gleich eine neue Halbstunden-Rolle laufen. Schmeißen. Jetzt kommt der Skill oben. Nein, hier hinter mir.
Übrigens wurde mir gesagt, man kann von oben Damage machen. Aber weil ihr eh so gut wie gleich wieder runter geht, macht es am besten nicht, damit euch da oben kein Fehler passiert und ihr aus Versehen da oben bleibt, Damage macht und dann das verpasst, dass ihr wieder runter müsst. Draußen fährt ein Tatütata rum. Könnt ihr wahrscheinlich nicht hören. Bisschen weiter Abstand. Ich hatte ja auch mal einmal einen. Das war wirklich, glaube ich, im letzten. Da bin ich ja so gut wie gestorben, weil ich von diesem Kreis Damage bekommen habe. Ich gucke mir so etwas dann immer sehr genau in den Videos an. Wenn ich so, hä? Das kann doch gar nicht passiert sein. Ich war tatsächlicherweise außerhalb und ich war auch mit ordentlich viel Zeit außerhalb und ich bin noch nicht gesprungen. Das heißt, das System meinte einfach so: Cappy, du kriegst jetzt erstmal deinen Schock deines Lebens und stirbst halb hier in der Instanz. So, wir müssen hoch. Da vorne. Wieder die Plattform. Mhm. Und springen jetzt wieder runter, 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 runter. Also nicht springen, laufen, immer laufen. Nicht springen. Das wäre ich springen, sage aber, es ist laufen gemeint. Wenn ihr springt, wird eure erste Position genommen und das kann euch dann doch gerne mal töten. Also wenn ich jetzt hier so durchhoppeln würde, wäre das nicht so gut. Sie sagt my song, also mein Lied. Aber sie sagt will never die und sie sagt it will never end. Sie sagt, also das ist eine unterschiedliche Bedeutung. Ja. Never die bedeutet, dass er niemals in Vergessenheit geraten wird und never end heißt, dass er immer aktiv bleibt. Also es ist eine minimal andere Bedeutung. Und ja, über so etwas in die Richtung ging das Gespräch dann gestern 7 Stunden lang. War mega gut. Und über alte Raids. Ich habe mir ein altes, oh, das war so schön. Ich habe gegoogelt gehabt über die Geschichte von Antriksha, also dem, ich weiß echt nicht, was er mehr ist, ob es ein Badaurgebieter oder sonst was ist, ich habe es auch nicht rausgefunden, weil die ganzen Beiträge halt alle von 2013 sind und die neuen da nicht drin sind. Auf jeden Fall bin ich dann darüber auf ein Sidus Raid Video gestoßen, wo sie gerade rausgeinkt haben und Gott, das hat mir so Spaß gemacht, das anzusehen. Erstens, damals waren es doch viele Leute und die Raids hatten Strategie. Und die Leute haben auch mitgepusht und es war, wenn ich mich zurückerinnere, es war einfach geiler, wenn du deine eigenen Allies gebaut hast, wenn du mit deinen wirklichen Ingame-Freunden oder wenn du halt auch Real-Freunde seid, auch die real miteinander spielen, dann da bist und gemeinsam rausgepusht hat. Es war so toll. Wirklich, es war ein ganz anderes Raid-Gefühl, es war ein ganz anderes gemeinschaftliches Gefühl. Damals bist du auch für andere in die Bresche gegangen, damals hast du auch dann... Was heute ist, ist, dass da steht ein, zwei, drei Elios vor dem Tor und niemanden von den Asmus interessiert ist. Die lassen dann die Anfänger da durchlaufen und die sterben dann natürlich. Ja, jetzt muss ich eine EP-Maup machen. Aber das ist es halt nicht, was Aion mal war und ich hoffe wirklich, dass das mit 6.0 zurückkommt, dann, wenn man endlich nicht mehr in dieser systemgebauten Battle-Union sein muss, wo dann Leute, die sich übelst toll halten, einen Raid-Lead machen, die halt aber wirklich strategisch gesehen überhaupt gar keine Ahnung vom Raid haben. Das ist wirklich momentan ein Problem. Und es kann sogar sein, dass ich die Fraktion wechsle. Was nicht mit der Fraktion an für sich zusammenhängt, sondern dass ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass ein alter Raid-Lead von Vehada, den ich wirklich sehr gerne hatte, die ich wirklich sehr gerne hatte. Ein paar bist jetzt wahrscheinlich schon, wenn ich meine. Eventuell auf der Elios-Seite dann wieder anfängt. Und diese Raids waren halt legendär. Die waren unglaublich toll. Das waren meine ersten Katadam-Raids. Und wenn sie da dann den Raid-Lead macht, dann würde ich mir das gerne nochmal miterleben. Ah, natürlich, mein Herz schlägt für die Aspo-Seite. Wenn man einmal ein Aspo ist, ist man das immer. Nein, das ist totaler Schwachsinn. Es ist voll egal, auf welcher Seite ihr spielt. Ihr könnt auch auf beiden Seiten nette Leute haben. Und nur weil die Elios sonnenverbrannt sind, sind sie keine schlechteren Leute. Naja, eigentlich schon. Ich meine, ihr kriegt die ganze Zeit die Sonne ab und wir sind im Schatten, selbst wenn unser Tag-Nacht-System was anderes sagt. Ich kann da auch die ganze Zeit rumreiben. Komm schon, stirb, bevor du resettest. Danke sehr. Und du resette, bevor du mich umbringst. Okay, er resettet. Lauf halt
einmal komplett im Kreis. Wieso bist du nicht hier lang gelaufen? Das kostet meine Zeit. Gott, ist der bescheuert, der Mob. Habt ihr es gesehen? Wahrscheinlich habt ihr es gesehen. Ich meine, ich habe mich auch darüber gemeckert. Ja. Aber an all die, die noch dabei sind, ja, wir haben wieder ein langes Video. Ist auch voll okay. Ich habe ein bisschen was in der Einstellung geändert und jetzt müsste ich das bis 17 Uhr hochkriegen. Also in der Render-Einstellung. Mal sehen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ein bisschen. Eigentlich nicht. Ich spiele ja eigentlich auch nur für mich selber und nehme auch nur für mich selber auf. Mir geht das jetzt gar nicht darum, da irgendwie, was weiß ich, auf YouTube zu haben, sondern... Hey, wo ist denn der richtige? Ach, hier vorne. Ich mache das wirklich für mich. Ich mache YouTube halt einfach gerne. Ich nehme jetzt schon seit Jahren auf. Das ist ja nicht mein erster Kanal. Ich kann meinen ersten leider nicht mehr finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber ich hatte... Haben wir jetzt gestern nachgeguckt. 2012 habe ich schon Videos gemacht. Wie alt war ich eigentlich 2012? Wir haben jetzt 2018, ne? Da war ich 15. Davor hatte ich auch schon Videos, aber... Ich weiß echt nicht mehr, wie der Kanal hier ist. Auch irgendwas mit Cape. Ja, ihr könnt ihn auch nicht finden, also braucht ihr gar nicht euch dazu bemühen. Er ist leider nicht mehr findbar. Genauso wie mein Vorkanal, weil ich alle Videos auf privat gestellt habe. Weil ich einfach mit dem Content von damals abschließen wollte. Und mich auch genervt hat, weil jeder das nachgemacht hat. Aber das ist halt einfach, das ist... Ich spiele halt gerne die Spiele und rede dann auch gerne darüber. Wobei, ganz ehrlich, meine allererste Let's Play-Folge, was nicht Ion war, das war nicht Ion. Das war grauenhaft. Wenn ich mir das heutzutage anhöre, das ist es. Mal ganz abgesehen davon, dass ich komplett anders klinge. Ich meine, mal abgesehen davon, jetzt habe ich zweimal abgesehen davon gesagt. Unabhängig davon, dass das Mikrofon ein ganz anderes war, war auch meine Stimme eine ganz andere. Ich meine, ich war halt... Ich hatte es eben gesagt, wie alt ich war, 15, ja. Und wahrscheinlich sogar jünger, weil das der Kanal war, wo ich das dann wieder erneut hochgeladen hatte. Also war ich nicht mal 15, sondern, keine Ahnung, 13, 14. Und, wow, wie sich die Stimme so im Laufe der Jahre verändert. Und ganz ehrlich, ich finde es schön, dass ich die Videos alle aufgenommen habe und hochgeladen habe, weil... Ich habe manchmal Sehnsucht nach Katalam und nach Sapan, nach Tiamaranta, vor allem, wenn ich so ein Gespräch über die Ion-Geschichte hatte. Und erstens, dadurch, dass meine Stimme so anders ist in meinen alten Videos, auch auf diesem Kanal, kann ich mir es anschauen, ohne so übelst dieses unangenehme Gefühl, ich mag mich selber, meine Stimme, ich kann es nicht mehr hören, ich höre es jetzt so viele Jahre. Aber ich kann mir dadurch dann die alten Patches anschauen und da schauen, wie es damals war. Und ein Gefühl dafür wiederkriegen und dann erinnert man sich auch Sachen von damals, die einfach... Ich fühle mich wie eine alte Person, die gerade sagt, damals war alles besser, aber leider war damals vieles besser. Zumindest der Zusammenhang unter den Spielern. Das kannst du halt heute wirklich vergessen. Die Spieler gehen aufeinander los. Richtige Gruppen, richtige, die vieles gemeinsam machen, bilden sich nicht mehr. Die sind alle schon gebildet und das dann aber auch schon seit Ewigkeiten. Und von daher ist das schwierig. Müssen wir dann eine neue Laufrotte schmeißen? So, halb Stunden. Warte, wir müssen ja noch einen konzentrierten machen. Zum Glück ist ja da vorne gespawnt. Ich überlege hier wirklich, wäre der Server nicht komplett auf Russisch? Könnte ich mir überlegen, auf Ion Legend zu spielen, aber ich spreche leider und schreibe kein Russisch. Ich kann es einfach nicht. Und wenn ich mich nicht mit anderen, wenn ich nicht kommunizieren kann, dann ist das nichts für mich. Ich muss schon in der Lage sein, mit anderen zu schreiben. Das hat mich auch bei vielen anderen Spielen, die ich gespielt habe, gestört. Wenn die Leute dann unglücklicherweise auf dem internationalen Server halt nicht Englisch reden, sondern eine andere Sprache, dann komme ich da einfach nicht mit. Ich brauche halt Englisch, weil ich andere Fremdsprachen aktuell nicht verstehe. Bin ja dabei, mich ein bisschen davor zu bilden. Ein bisschen mehr zu können. Aber momentan ist es halt Englisch. Und bitte Leute, beherrscht Englisch. Es ist, wenn ihr serverweit geht, ihr müsst Englisch sprechen. Zumindest versteht so die ganz, ganz einfachen Sachen. So etwas wie Go und so. Das, wenn ihr das versteht, könnt ihr meistens auch serverweit gehen. Und geht
Bitte, bitte, bitte auf die Teamspeaks. Vor allem bei Garten. Ich sag's immer wieder. Geht bei Garten. Bitte, bitte. Endboss, Teamspeak. Ihr kriegt es nicht ohnehin. Es ist nun mal so, dass da Ansagen sind und wenn das euer erstes Mal ist oder ihr es bisher noch nicht geschafft habt, weil ihr bisher noch nicht auf dem Teamspeak war, ihr müsst darauf gehen. Das ist, ich weiß nicht, was ihr alle habt, das war für uns Standard, dass man für Katalam und für alle Instanzen ist man damals aufs TS gegangen. Das war komplett normal. Und heute ist das so, was, mit anderen Menschen reden? Nee, danke. Ja, aber das funktioniert sonst nicht. Da sind nun mal Ansagen und wenn ihr nicht die Routine habt, seht ihr das nicht. Das ist genauso wie ich ja gestern nach Arkadi war und da war halt einer von hier dabei. Der ist halt nicht so routiniert da drin. Der ist nicht so häufig. Und dem habe ich dann auch geholfen und habe gesagt, wer jetzt gerade den Skill abkriegt, damit er sich richtig stellen kann. Weil das ist wichtig. Und das müsst ihr leider auch machen. Und ihr müsst auf Ansagen hören. Und das könnt ihr nur, wenn ihr Ansagen hören könnt. Weil, erzählt mir nichts, aber während des Bossfights achtet niemand mehr auf den scheiß Chat. Also, nicht in den wichtigen Bereichen. Das kannst du auch nicht erwarten. Selbst wenn du etwas, nicht im Chat, sondern dann in der Anzeige über einem Hinweis, das was hier dann so fett steht, einblendet. Das kriegen die meisten auch nicht mit, weil viele sind entweder mit den Augen auf dem Boss, das heißt hier in dem Bereich, oder mit den Augen auf der Skillbar, das heißt unten im Bereich. Und nicht, wer guckt hier hin? Da ist doch gar nichts. Die TP vom Boss, die Leiste ist da oben. Ah, ich muss durch, scheiße. Die Leiste, gut, dass ich mir ein Schild gezogen habe, ist da oben und der Rest ist unten. Hier vorne, da wo der Hinweis kommt, da ist nichts, wo ihr guckt. Oh Gott, ich muss hoch. Das geht abbrechen, weil das hätte ich nicht mehr geschafft, den runterzuziehen. Brauche ich auch gar nicht versuchen. Also ich hätte es jetzt normalerweise versucht, aber ich habe mich jetzt selber wieder ermahnt. Halt, stopp, wenn du im Damage drin stehst, bist du tot. Und das müsste das vierte Mal gewesen sein. Stimmt das? Ja, war das vierte Mal. Gut, dann schauen wir jetzt gleich, was wir für Loot haben eben. Einmal die AP-Box hatten wir gekriegt. Komm schon, Loot ein bisschen schneller. Ja, wir haben wieder die schönen 48 Mino-Eid. Super schön. Ein bisschen Schokogold haben wir bekommen. Ich habe noch anderes dabei. Wie viel war es? 40. Okay. Sigma-Bündel kennen wir ja alle. Gibt der jetzt hier. Können wir uns das SM-Bündel auswählen. Und das ist, meine ich, dann random. Was ein bisschen ätzend ist. Ich muss demnächst endlich mein Gold-Sigma hochplussen. Ich will das haben. Hier kriegen wir jetzt irgendwelche Low-Steine raus. Die ihr entweder hochcraften könnt oder verkaufen könnt. Jetzt haben wir schöne AP. Ich liebe AP. Leider kriegen wir nie Pangaea, deswegen müssen wir uns leider für nicht den maximalen Wert eintauschen. Das heißt, bei der Leibeunze so als Beispiel. Und das da vorne waren noch wieder Pots. Nicht Pots hier. Ne? Seht es ja. Und nochmal AP. Und da sind Spinellmünzen drin. Ja, wir haben nichts Besonderes jetzt hier. Aber wir haben tatsächlicherweise in jedem Run jetzt ein, Augment bekommen gehabt. Halt für ein Item, aber wenn man so viele ein Item Augment kriegt, Plural S, dann ist das schon gut. So, wir haben jetzt bekommen 6 normale Kronen, 3 Greater, 3, 3, 3, 12, 11 Spinell. Ja, und der Rest war was anderes. Ich finde es ganz okay dafür, dass es jetzt eine Dreiviertelstunde war. Und vor allem die Mino-Eids sind sehr viel wert für euch persönlich. Die sind ja unhandelbar, weil ihr nun mal eure Minions aufwerten müsst. Bei mir, meine Sita, ihr könnt auch mal abstimmen, weil ich mir echt unsicher bin. Ich bin am Überlegen, Sita oder Veda für PvE jetzt. Sita hat den Vorteil, dass es nun mal Damage macht. Veda hat den Vorteil, dass es dir Utility gibt, weil du nun mal eine Erhöhung von deinem Schaden kriegst für 30 Sekunden und Attack-Speed und Cast-Speed. Ich habe beide. Leider habe ich jetzt schon mal über 3000 Punkte in Sita reingepackt und auch keine in Veda. Ich überlege aber wirklich, mir Veda hochzuziehen. Weil der Skill ist halt wirklich mega. Du kriegst halt 8% mehr magischen Schaden, 10% Attack Speed, was ganz cool ist, 10% Cast Speed. Hier geht hoch, was jetzt für mich egal ist. Movement und Geschwindigkeit geht hoch. Also das ist halt wie so ein Mini-Cast Speed, wie so ein Mini-Buff halt. Und Sita dagegen macht halt einen ordentlich dicken Damage-Skill, der dann auch einhielt.
Und ich weiß halt wirklich, es geht beides ums PvE. Und ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Letztendlich irgendwann auf Dauer gesehen werde ich beide hochziehen, aber ihr könnt ja mal die ganze Zeit jetzt hier abstimmen. Einfach abstimmen. Weil ich lasse es jetzt euch entscheiden, was ich da weiter jetzt intensiver hochplussen soll. Gut, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß bei weiteren Videos. Und bis dann.